Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir mal Pet Simulator 99. Das Spiel ist endlich da und ich zeige euch alles, was es heute gibt. Vor allem muss ich zuerst diesen Kometen hier abbauen. Denn ich habe, wie ihr seht, das Spiel schon bis zur letzten Area durchgespielt. Ich habe eine Menge coole Pets. Ihr seht, das hier sind meine Pets aktuell. Aber ich habe das Spiel noch lange nicht durch. Wie ich es hierhin geschafft habe, zeige ich euch in diesem Video. Und was ihr alles in dem Spiel beachten müsst, um schnell nach vorne zu kommen, solltet ihr dadurch auch noch lernen. So, den Kometen haben wir jetzt schon bei 13b. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum ich ihn abbaue, weil ich möchte jetzt erstmal rebirthen, damit ihr seht, wie das zweite Rebirth aussieht und damit ich dem Based-Clan beitreten kann, den Felix gerade eben frisch gegründet hat. So, hier haben wir den Kometen abgebaut und jetzt geht's zur Wiedergeburt 2. Wir schalten Clans frei, meine Pets werden 75% stärker, was ziemlich geil ist. Ich krieg ein paar Belohnungen, ist klar. Endlich Auto-Hatched. Oh mein Gott, ich brauche der Auto-Hatch wirklich so sehr. Und Active Huge Pets. Ich kann endlich Huge Pets hatchen. Jetzt geht's auf mit dem Rebirth Nummer 2. Und damit habe ich das Spiel praktisch fürs erste Update jetzt, oder für den Release, durchgespielt, weil ich meinen zweiten Rebirth habe. Ich habe jetzt alle Features, bla bla bla, Belohnungen, zeig mir die Belohnungen. Welche Belohnungen bekomme ich für meine zweite Wiedergeburt? Komm, 25.000 Diamonds. Namens, damit kann man die Namen von Pets ändern. Basic Coin Jar, Giant Coin Jar, Komet, Toy Bone und der Rest ist mir eigentlich ziemlich... Ja, oh doch, TNT Crate ist super geil. Aber was ich zuerst mache, ist auf Clans gehen, dann auf Einladungen und ihr seht hier 187, der Clan von Club Based ist da und ich bin drin. Und das erste, was ich natürlich mache, ist, ich spende alle meine Gems, 46.000 Gems, Submit, gehen an den Club Based. Ja, aber jetzt zeige ich euch erstmal, wie es soweit gekommen ist. Ich bin einfach schon eine Minute vorher drin, überspringen, ja klar. Pet Simulator 99 Trading Plaza. Pick two Pets. Zwei Pets? Oh mein Gott, ich nehme den Dog und den Corgi. Ich nehme den Dog und den Corgi. Los geht's. Abbauen, abbauen. Let's go. Oh mein Gott, ich habe sogar mein Huge Pet. Ich bau ab. Too much winning, Victor. Too much winning. Ich habe auch ein Huge Pet. Oh mein Gott. Guckt euch mein Winning an. Ich muss mir Belohnungen abholen. Es geht direkt los. Ich muss der Erste sein. Das sind alles meine. Es ist alles mein Winning. Wo kriegen wir unsere Transferred Pets? Ich brauche mehr und besser. Weil das hier ist mir nicht genug Winning, aber ich gehe einfach jetzt schon mal in die zweite Region, Victor. Oh, meine Pets sind auch nicht mehr stark genug für die zweite Region. Wo ist mein Hoverboard? Ich brauche ein Hoverboard, Game Pass. Gib mir Pets, entsperren. Gib, kann ich mir nicht leisten? Gib mir irgendwas. Ah, jetzt. Es hat voll lange gedauert mit dem Hatchen. Okay, das hier ist Pets Simulator 99 und wir müssen jetzt der Erste sein, der das durchspielt. Das ist mein Ziel, Erster sein, der das durchspielt. Die Sache ist halt, alle Leute, die ich kenne, haben jetzt schon total viele Game Pässe gekauft und ich habe ja noch keine Game Pässe für Pets Simulator 99 geholt, weil ich eigentlich gucken will, wie jetzt der Unterschied ist zwischen mit Game Pässen und ohne Game Pässen. Habe ich eigentlich Equip Best? Geht das überhaupt? Arbeitungsmodus? Was? Keine Ahnung. Aber ich glaube, es sind immer alle meine Pets equipped. Kann das sein? Ich habe keine Ahnung, wie das mit dem Equipment ist. Wir werden das jetzt einfach on the fly herausfinden, aber ich muss mich trotzdem beeilen. So, und ich würde sagen, wir gehen direkt in die nächste Area, weil diese Area, die ist mir zu wack. Habe ich auch schon genug Gems? Ich habe mehr als genug Gems. Jetzt erstmal Move Faster kaufen. Los geht's. Jetzt geht's richtig ab. Ja, klar, kaufen wir uns. Kaufen wir uns alles. Alles meins. Alles haben. So. Free Diamonds, die gönne ich mir. Sind's 400? Im Trailer waren's 450, oder? Nee, 300 sind's jetzt. Okay. Einfach genervt. Gut, was kaufe ich mir hier? Magnet. Magnet brauche ich. Magnet. Magnet, los geht's. Das ist einfach nur mehr Reichweite, okay. Es ist nicht wie der Magnet Game Pass, dass man alles automatisch einsammelt. Ich verstehe. Ich bin aber traurig. Gut, wir haben Pets transferred. Wir müssen jetzt herausfinden, wie man transferred Pets bekommt. Wir müssen einmal gucken, was für Belohnungen. Hoverboard. Ah, brauchen wir noch eine Weile für ein Hoverboard. Da hinten ist ein Index. Dann haben wir die Mailbox. Wir gucken einmal in die Mailbox rein. Kommt bald, aber da sind einfach schon Geschenke. Lol. Gut, Social Rewards claimen wir. Ja, klar. Verified on the sign first. Ja, ja, das will ich doch prüfen. Mein Username ist ConnyYT, glaube ich. Ja. Yeah. Und ich habe meine Social Rewards. Cool, ich habe einfach Walkspeed Potion bekommen. Group Rewards. Ich bin gar nicht in der Gruppe drin, fällt mir gerade ein. Ja, dann nehme ich keine Group Rewards. Und jetzt Pets. Ja, mein Gott, alles claimen, alles meins. Alles meins. Das Traurige ist, ich habe halt mein Titanic-Pet von damals nicht mehr. Und ein Exclusive Egg. Ja, Mann! Okay, kann ich jetzt einfach... Warte, die sind gesperrt. Untradable. Ach so. Ach, Huge Pets sind untradable? Oder sind die untradable, weil ich sie transferred habe? Das hier ist auch untradable. Interessant. Bauen meine Pets automatisch ab, wenn ich in der Nähe bin? Meine Pets bauen automatisch ab, wenn ich in der Nähe bin. Das finde ich gut. Dann haben die immer was zu tun. Dann kommt man auf jeden Fall voran. Okay. So, 11.000 brauche ich für diese Region. Dann machen wir weiter. Haben, haben, kaufen, kaufen. Weiter geht's. Nächste Region. Los geht's hier. Wir spielen Pet Simulator 99 als erster durch. Pets equipped. Ja, wir müssen uns direkt mehr Pets equipped holen hier. Kaufen, kaufen, kaufen. So, so sieht das nämlich aus.
So sollte das aussehen. Ha! Und ich habe noch nicht mal einen Game Pass gekauft. So, was hier? Diamonds? Wir brauchen mehr Diamonds. Das ist super wichtig. Vor allem 200 Diamonds ausgeben, um mehr Diamonds zu bekommen. Das, ja, ich hätte vielleicht nicht direkt auf Pets Equipped gehen sollen. Naja, jeder macht mal Fehler. Apropos Fehler, ich muss unbedingt zurück in die erste Region. Teleporti. Puh. Ey, der weiß direkt, wo ich mich hin teleportieren möchte. Perfekt. Dann entsperren wir uns das und kaufen uns ein Egg. Ja, 1500 machen wir. Bap, 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 bap. Eichhörnchen. Ja, Mann. Wir brauchen direkt noch eins. Und Eichhörnchen. Okay, das sind alles nur Eichhörnchen. Aber Hauptsache, wir sind jetzt besser. Teleporti, please, da hinten hin. Nee, ich kann mich nicht nach vorne teleportieren. Oder brauche ich dafür einen Game Pass? Leute, wisst ihr das? Du musst Dutches entlocken. Entlocken? Achso, weil die sind locked. Ja, aber die können gerne locked bleiben erstmal. Hier, Toggle Locking, ja. Dann kann man sie entlocken. Verstanden. Pink Balloon Cat ist nicht gelockt. Verstehe. Bearbeitungsmodus. Dein Team. Dann kann man rüste deine Lieblingstiere im Bearbeitungsmodus aus. Wenn du ausgeschaltet bist, füllen die besten Haustiere automatisch die leeren Slots. Das ist genial, dass man immer automatisch die besten Pets hat. Wenn es dann auch wirklich die besten Pets sind, dann wäre es natürlich super. Wir wissen aber, dass es nicht unbedingt immer die besten Pets sind. So, erstmal die nächste Area freikaufen. Und dann geht's ab. Und hier hinten sehen wir schon die Classic Obby, die wir im Trailer gesehen haben. Machst du Giveaways? Wenn ich mir Giveaways leisten kann, mache ich Giveaways. Nächstmögliche Beute. Wir holen uns die mögliche Beute, Leute. Wir holen uns jetzt alles, was es gibt. Easy. Kennt ihr mich? Kann ich Shift-Lock? Shift-Lock gibt's nicht. Okay. Dann legen wir jetzt los. Wir nehmen natürlich den schweren Pfad, weil ich bin ein Profi. Ich bin so ein Pro... Oh Gott, ich bin zu früh abgesprungen. Ich wollte gerade sagen, mal gucken, was passiert, wenn ich die Dinger berühre. Das gefällt mir mit dem Rektor. Okay, ich gehe doch lieber den leichten Pfad. Ich bin kein Profi. Alles klar. Okay, dann gehen wir einfach hier durch. Easy. So kennt man mich. Profi, Leute. Profi. Bewegen die sich? Nee, man bewegt sich hier nicht mit. Okay, dann haben wir hier einen Dancefloor. Darf ich den berühren? Darf ich den nicht berühren? Ich darf hier einfach rübergehen. Und die Belohnung. 25 Sekunden war echt nicht gut, weil ich einfach zwischendurch gestorben bin. Ich habe Ananas bekommen. Yeah. Erhöhen Sie das Glück mit Lucky, was auch immer. Okay, erstmal packe ich meine ganzen Pets hier hin. Ihr farmt jetzt und wir gucken einmal in aller Ruhe. Wir haben hier unsere Pets. Bearbeitungsmodus mache ich aus. Toggle Grid Mode, dann kann man mehr sehen. Das ist auch gut. Gegenstände. Giggle. Apfel bringen Pet Damage, so wie Victor vermutet hat. Orangen bringen Diamonds. Wisst ihr was? Wir hauen uns jetzt erstmal rein. Diamond Boost hauen wir uns rein. Und Chance auf Drops hauen wir uns auch eine rein. Dann haben wir schon mal ein paar Boosts aktiv. Walkspeed Potion will ich jetzt auch haben am Anfang. Lucky Potion brauchen wir erstmal nicht. Treasure Hunter brauchen wir auch erstmal nicht. Und dann haben wir hier Eier. Das Exclusive Atlantean Egg, das behalten wir erstmal. So, ich habe jetzt sowieso schon ein bisschen automatisch gefarmt. Gems gehen aber gar nicht so schnell voran. Dafür haben wir aber hier Belohnungen. Wir holen uns jetzt einen Walkspeed Potion oder zwei Stück. Bag of Diamonds finde ich sehr gut. Speed 1. Das war Speed 1, ja. Dann haben wir Damage Potion 1. Wir haben das ja alle schon in den Trailern gesehen, dass man diese Bücher dann verzaubern kann für seine Enchantments. Exclusive Shop sehen wir natürlich Super Starter Egg. Wollen wir uns das holen? Cat Hoverboard. Wollen wir uns das Super Starter Pack holen? Ich meine, wir sind Super Starter, oder? Wir sind Super Starter. Ich hole mir das mal. Produkt D. Ja. Yeah. Weil jetzt habe ich ein Hoverboard. Sehr gut. Dann bin ich ein bisschen schneller unterwegs hier. Was? Ach, 60k kostet das? Habe ich doch. Was wollt ihr von mir, hä? So, mit dem Hoverboard kann ich jetzt viel besser durchspeeden. Amazing Deal! Can we tempt you? 800 Robux für so ein Egg? 30.000 Diamonds? Leute, das ist ein Amazing Deal. Ich muss zuschnappen, Leute. Ich muss zuschnappen. Wenn mir so ein Amazing Deal gemacht wird, der ist exklusiv für mich. Ja, Mann. Geil, da gönne ich mir doch erstmal. So, jetzt geht's doch schon viel schneller voran. Hier, Tränke können wir holen. You cannot afford Tränke. 290 Gems? Kann ich mir doch leisten, oder doch nicht? Ah ne, 37.000. Was ist das hier? Ey, man kann Shiny Relikte einfach so collecten auf der Map. Leute, wir müssen uns umsehen. Es gibt Zeug, das man einfach collecten kann. Move faster, das hole ich mir. Gut. Pets, Leute, farmt mal ein bisschen schneller. Wir brauchen übrigens stärkere Pets. Deswegen teleportiere ich mich jetzt einmal zurück zum Start. Okay, man geht immer zurück zum Start damit. Interessant. Wir entsperren uns erstmal hier die Dinger. Dann haben wir direkt ein besseres Pet. Flup. Vogelscheuchenkatze haben wir. Die verstärkt dann alle meine Huge Pets, die ich habe. Und das Hoverboard ist komisch. Also das Movement ist anders, aber ich finde es eigentlich cool. Das Hoverboard dreht sich jetzt so ein bisschen mit. Ich finde das Hoverboard eigentlich cool, aber man springt halt ziemlich krass herum. So, ihr farmt jetzt erstmal. Ihr braucht aber trotzdem lange zum Farmen, als ob. Na gut, egal. Wir machen das jetzt einfach. Wir legen jetzt hier los. Ihr farmt ein bisschen was. 150.000, das dauert dann ein wenig. Dann habe ich ja wieder ein bisschen Zeit, während ihr hier farmt. Was sind meine besten Pets? Das sind die Pets, die gerade... Hä? Warum ist... Ja, hallo, ich will das hier immer drin haben. Das hier will ich immer drin haben. Das will ich immer drin haben. Ich will immer meine Huge Pets drin haben. Was denn los? 90% ist strong? Dann nehmen wir das.
Hä? Warum waren die schlechten Pets equipped? Was war das denn? Aber jetzt geht's doch wieder ab, ne? Gut, gucken wir nochmal in die Belohnungen rein. Strong Pets 1, gönnen wir uns. Bag of Diamonds, bringen wir gar nichts mehr, weil ich so viel Robux ausgegeben habe. So, jetzt können wir aber hier auch einmal Tränke gucken. Einkaufen, zwei kaufen. A Random Potion. Gucken wir mal, welchen kriegen wir? Wir kriegen grundlegend. Wir kriegen einen Lucky Potion 1. Okay, das lohnt sich nicht unbedingt immer. Wenn man die Coins dafür hat, vielleicht, aber so nicht. Oh, neues Item, Speed 2. Jetzt müssen wir endlich mal gucken. Wir haben hier Enchants. Und ich hau mir direkt meinen Lightning-Enchant rein. Das haben wir schon im Trailer gesehen. Wenn man tappt, dann hat man eine Chance, Lightning Bolts auf andere Drops raufzuhauen. Wir können hier übrigens weitere Enchant-Slots kaufen für Robux, kosten die dann. Da kann man dann weitere Enchants reinpacken. Der erste kostet 400, der zweite waren, glaube ich, 800 und der letzte waren 1200. Wir gucken einmal 400. Ja, der ist dann 800. Genau. Muss ich mir ja sowieso irgendwann holen, weil ich bin ein Roblox-YouTuber, deswegen mache ich das jetzt einfach schon mal. Und der letzte kostet 1200. Habe ich richtig geraten. Beziehungsweise ich habe einfach nachgeguckt, wie viel die Dev-Products kosten. Perfekt. So, und dann hau ich mir die einfach mal rein. Strong Pets brauche ich auch. So, dann sind wir schon mal ein bisschen stärker. Und wenn ich jetzt richtig viel tappe, dann sollte ich eine Chance haben, Lightnings rauszuschießen, die mir einfach mehr Zeugs geben. Und ich kriege einfach noch mehr Belohnung. Das ist sehr satisfying. Ich muss ehrlich zugeben, das gefällt mir. Es ist ein sehr satisfying Spiel. So. Hier tappen. Ha! Habt ihr es gesehen? Da ging gerade ein Lightning raus. Nochmal tappen. Please! Dann der hier. Schießen Lightning raus. Ein Lightning. Nur ein. Nur einer. Please. Nur einer. Nur einer. Please. Ah, egal. So. Was haben wir hier? Was ist das? Hiermit kann ich noch gar nicht interagieren. Okay. Vielleicht kommt da auch noch was. Wer weiß. Wir werden nämlich Speedrun-Profi im Pet Simulator 99. Die Egg Machine. Open for more. Ja. Ein Egg mehr. Nochmal ein Egg mehr. Ich bin besessen, Leute. Wisst ihr was? 15 extra Eggs hatchen. Das mache ich. Ich möchte 15 extra Eggs. So. Blub. Wir sehen jetzt hier unten, die habe ich alle. Die Egg-Slots hier unten sind alle da. Die waren gelockt, es sei denn, man hat den Game Pass. Das haben wir im Trailer schon angedeutet gesehen. Hier haben wir jetzt 15 Egg-Slots. Das heißt, wenn ich jetzt ein bisschen farme, wir müssen natürlich erstmal farmen, bevor ich mir das leisten kann. Ich brauche ein... Oh, die Währung geht höher. Ab 1 Million. Wahrscheinlich ist das hier 1 Million für die Next Area. Verstanden. Was ist das? Damage, Tap Damage, sehr gut. Tap. Ich finde auch schön, dass Tappen jetzt wieder was bringt. In Pet Simulator 1 war das so, ja, es hat gar nichts gebracht, hier bringt es wieder was, das ist gut. Okay, einfach abbauen. Ah, Alter, diese Blitze sind geil. Seht ihr, dass wieder manchmal Blitze rauskommen und alles Schaden nimmt in der Umgebung? Geil. Wie bekommt man Gold? Ja, wie gesagt, einfach Coins sammeln. Dann diese Goldbarren kriegt man zusammen für 1 Million Coins. So, ich würde sagen, wir teleportieren uns jetzt einmal wieder zum Start zurück. Ich habe schon wieder hier meinen Voice-Chat aktiviert. Ich bin ehrlich, ich hätte auch gerne Autofarm. Ich muss mir das jetzt schon kaufen. You're not standing in a breakable zone. Okay, das hätte ich mir vorher überlegen sollen. Kann ich dann ja auch direkt Autotap holen? Weil Autotap bedeutet, ich muss dann nicht mehr klicken. Ich kaufe mir jetzt doch alle Gamepässe. Ich wollte eigentlich das separat machen, aber ich brauche diese Gamepässe. Ich gönne mir das einfach. Ich gönn's mir. Ich bin nämlich ein Gönner, Leute. Ich gönne mir nämlich selbst. So, hier. Hier machen wir Autofarm an. Autotap haben wir an. Und jetzt farmen die automatisch. Achso, der tappt die ganze Zeit. Ich muss nur rüber hovern. Verstanden. Aber wenn ich hier... Okay, das ist wirklich nur ein Autotap auf die Breakables. Das finde ich gut. Okay. Teleportie. Flup. Und meine Pets, die laufen jetzt einfach zurück in die Zone und farben für mich weiter. Aber ich sammle halt nicht automatisch ein. Fürs automatisch Einsammeln brauche ich wahrscheinlich sowas wie Super Magnet. Gibt's das? Haustiere, Autotap, Autofarm, 15 Hatch. Hier gibt's wieder Gems. Exclusive Enchants sind cool. Bundles, Hoverboards, nützliche Premium-Items, Clan-Voucher. Genau, Clans wird's auch geben. Darum werden wir uns in einem separaten Video dann kümmern. Hallo Fabius, willkommen im Stream. Huge Hunter, 15 Haustiere, Ultra Lucky. VIP Lucky Magic X werden wir erstmal nicht brauchen bei VIP. Tons of Benefits and Rewards. Komm, in Pet Simulator 1 hat sich VIP 0 gelohnt. In Pet Simulator 99 gebe ich VIP eine Chance. Mal gucken, ob sich VIP lohnt. Tons of Rewards heißt es. Dann hoffe ich jetzt auch mal auf die tonnenweise Rewards. Wir klicken jetzt auf Entsperren. Haben jetzt das 14. Eck entsperrt. Und wir kaufen uns direkt 20 Stück. Bam, nice. Und ich kaufe mir direkt nochmal... Ah, ich kann mir nicht ganz 20 leisten, aber ich muss 40 hiervon kaufen. 40 muss ich hiervon kaufen, weil dann habe ich hier unten die Dinger voll. Das heißt, ich gehe jetzt nochmal zurück. Und hier gibt's... Ach, hier ist eine Abkürzung. Lol. Dafür sind die Dinger da. Das sind Abkürzungen. Wie smart ist das denn? Oh mein Gott, Pet Simulator 99 ist das schlauste Spiel aller Zeiten. Dafür gibt's erstmal den Win der Woche. Und nochmal 20 Eggs öffnen. Für diese 20 Eck habe ich einen Drachen bekommen, der ist nett. Und habe natürlich jetzt wieder ein paar Belohnungen freigeschaltet. Ein Tap-Power-Buch ist in Ordnung.
Aber vor allem habe ich nicht nur jetzt Bücher und so bekommen und Belohnungen und Rank-Ups und nochmal eine Rank-Up und nochmal eine Belohnung und nochmal beanspruchen 500 Bags of Diamonds, sondern ich sollte mir jetzt auch, was steht da? Achso, okay. Ich sollte mir jetzt auch einfach ein paar goldene Pets machen können, und zwar ein goldenes Schnabeltierchen. Flupp. Okay, Gold machen. Kostet mich das gar nichts? Muss ich das einfach nur so machen? Ich klicke rauf. Das kostet nichts. Goldpads machen kostet nichts. Es kostet einfach nur Zeit, die Pads zu erfarmen. Das finde ich super geil. Jetzt ist mein stärkstes Pad einfach eine 334er Firefly. Die ist stärker als ein Drache. Welcher übrigens Grundl ist. Okay, Grundl. Nett. Gut, wir gehen weiter in die nächste Area. Wir müssen nämlich jetzt weiter in die nächsten Areas gehen, weil ich schon wieder überholt wurde von allen. Aber wir gucken jetzt auch erstmal weiter. Autofarm aus, Autofarm an, damit meine Pets hier Autofarmen. So, was das Minenfeld macht. So. Achso, wir müssen den Pfad finden. Das ist cool. Nein! Aber das kriegen wir hin. Watch your step. Ich laufe einfach durch, bis ich ins rote Feld komme und dann haben wir das. Wir machen das zusammen, Baust. Ich glaube an dich. Du bist der Beste, ich bin der Beste. Das wissen wir doch beide. Nach rechts, okay. Schaffst du das? Oh ja, sehr gut. Ah nee, das ist Ray. Okay, okay. Traust dich wieder nicht. Ich mach das einfach. Hier ist nach rechts. Hier ist nach links. Easy, geschafft. First try, Leute, first try. Daraufhin erstmal den Sassy-Tanz Nummer 2. So, oh, der Sassy-Tanz wurde abgebrochen. Meine Pets haben gar nicht so viel gefarmt. Vielleicht farmen die nicht, wenn man in so einem Ding drin ist. Aber wir haben sowieso mehr als genug für die nächste Area. So, Autofarmen wird mir hier jetzt schon angeboten, dass ich mir das holen soll. Gibt es noch was ich mir holen kann? Vielleicht irgendwie noch ein Collectible? Nee. Gut, Autofarmen habe ich aus. Dann mache ich Autofarmen hier in der Area wieder an. Kaufe mir dann Petspeed. Petspeed ist immer gut, damit die Pets ein bisschen schneller Auto farmen. Hier ist dann wieder, ist das wieder eine Abkürzung? Wahrscheinlich ist das wieder eine Abkürzung. Und dann geht's einfach weiter. Trade? Ja klar, traden. Hier, du bekommst von mir ein Ugly Duckling. Bitte sehr. Traust du dich? Ich krieg von dir ein Schwein. Okay, komm, das ist es. Türkei? Türkei, oh mein Gott, ich krieg die Türkei getradet. Nice. Guter Trade. So, gehen wir auf Kaufen und weiter in die nächste Area. Das machen wir. Okay, verstanden. Für Gems kann man seine Potions upgraden, dann haben die einen stärkeren Effekt und mehr Dauer. Außerdem kann man hier den nächsten Collectible finden. Pet Level Up. Übrigens, wenn ihr eure Pets benutzt, das solltet ihr übrigens auch wissen. Erstmal Autofarm anmachen. Wenn eure Pets arbeiten für euch, dann leveln sie up. Mein Huge Evolved Hellrock ist jetzt schon Stufe 3 und macht dementsprechend 7,1 mehr Schaden, als er ohnehin schon mehr macht als mein stärkstes Pet. Das ist super gut. Deswegen lohnt es sich, wirklich in seinem Team seine wichtigsten Pets immer drin zu haben. Deswegen brauche ich mehr Huge Pets, Leute. Schickt mir Huge Pets, wenn ihr noch welche habt. Wir gucken einmal hier hinten rein. Was ist das? Das ist wieder eine Abkürzung. Ja, das ist eine Abkürzung. Okay, verstanden. So, hier wieder meinen Auto-Tab anmachen. Und damit kann ich jetzt hier noch schneller abbauen. Es gibt eine Daycare. Da kann ich dann ein Pet reinpacken. Was bringt mir das dann? Wenn ich jetzt hier in die Daycare ein paar Pfauen reinpacke, dann kann ich Bags of Coins 33.000. Das ist gar nicht so viel. Wenn ich hier jedoch einfach die hier reinpacke, plus den und den, dann kriege ich 200 Millionen Gems. Ja, mach mal. Einfach reinpacken. Das Beste, was ich reinpacken kann, reinpacken. Dann gibt es 10 Extra-Slots. Kaufe ich mir erstmal noch nicht. Und dann fahren wir noch ein bisschen. Und dann wird es auch schon Zeit für meine erste Wiedergeburt. Flup, flup. So sieht eine Wiedergeburt aus. Meine Äpfel sind vorbei, Anton. Juhu. Ich habe keine Äpfel mehr. So, das war meine Wiedergeburt und jetzt wurde ich wiedergeboren. Ich habe jetzt Teleportieren, 75% Pet Strength, Castle Key. Ich habe einen Castle Key. Unlocks the door, Big Castle, bla bla bla. Basic Coin Jar und 10.000 Gems. Das hat sich gelohnt. Ein Giant Coin Jar habe ich bekommen. Komet, den ich einfach spawnen kann. TNT, blow up some coins. Also hattest du recht, man kann Coins upgraden, blowen damit. Und auch nochmal das Ding. Okay, ein Rebirth hat auf jeden Fall was gebracht. Aber ich muss jetzt halt die Areas neu freischalten. Aber wenn ich schon mal hier bin, kann ich ja direkt meine Pets einfach mal hier mit Autofarm lassen und mich nochmal umsehen, was es hier gibt. Petbox, hier bekommt man seine Pets her, die man über das Transferieren aus Pet Simulator X. Dann haben wir hinten eine VIP-Area, wo man offenbar Gems farmen kann. Wie viel kann... Oh, man kann hier sogar relativ gut Gems farmen. Hast du? Echt? Meinst du? Ja, ich habe jetzt 200 Gems bekommen in den Sekunden, seitdem ich sagte, gut Gems farmen. Also ja, doch, ich krieg auf jeden Fall Gems. Also am Anfang lohnt es sich, aber mal gucken, ob der VIP-Game Pass wieder so verkommt, wie er es in den anderen Pets im lauter Teilen tat. Nee, ich glaube nicht, weil du kriegst ja noch mehr als nur Gems. Du kriegst ja noch die ganzen Items. Ja, mal gucken. So, Social Rewards wieder in
5 Stunden. Mailbox kommt bald. Dann können wir hier den Index sehen. Ich habe 45 Haustiere von 549. Ich habe 16 von 58 Enchants, 3 von 15 Hoverboards und 1 von 18 Booths. Kann man dann einfach seinen Fortschritt sehen? Warte, man kriegt aber safe nichts dafür, ne? Nee, ich glaube nicht. Golden Haustiere, Rainbow Pets, Shiny Pets. Nee, man kriegt, glaube ich, nichts. Es ist einfach nur, um zu sehen, wie viel man hat. Ist aber auch in Ordnung, finde ich. Übrigens, hier hinten ist der erste Collectible. So. Alter, das Lightning-Ding, das lohnt sich so sehr, wenn man in den schlechten Areas ist. Aber weißt du, was ich jetzt mache, Victor? Was? Ich löse jetzt erstmal ein Free Reward ein. Sammle alle Lootbags ein davon. Und dann gehen wir einfach mal in Castle-Dings rein mit dem Castle-Key. Nee. Oh mein Gott, hier ist einfach König Cat. Ich liebe König Cat. Sag hallo, König Cat. Ja gut, dann eben nicht. Gut, hier gibt's den Huge-Atron. Hier kann man dann Pets huge machen. Kennt man aus Pet Simulator X. Die Voting Booth. Coming soon, was man voten kann. Vielleicht für Updates. Keine Ahnung, wer weiß. Das wäre aber komisch. Crystal Chest. Requires Key. Okay, ein Key habe ich, glaube ich, nicht. Da kann man Zeugs rausbekommen. Das Spinny Reel. Ein Free Ticket is available. Dann hole ich mir mal eins mit einem Free Ticket. Und die nächsten werden 500.000 Robux kosten. Jetzt habe ich hier erstmal Crystals 2. Das 3%ige Chance, dein Pet inflicts a critical hit. Ist in Ordnung. Ach so, Criticals, nicht Crystals. Und man kann dann natürlich in den Trading Plaza gehen, den wir uns aber auch mal anders angucken können. Und bis zum zweiten Rebirth war es im Grunde genau das gleiche Gefarmen, nur dass man halt bis Area 50 farmen musste. Wenn ihr auch meinem Clan beitreten wollt, dann müsst ihr natürlich auch den zweiten Rebirth freischalten, weil vorher kann man gar keinen Clans beitreten. Ihr braucht eine Menge Gems, weil in unseren Clan kommen nur Leute rein, die viele Gems spenden können. Und ich würde sagen, das war's erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Schaut euch auch gerne das Video an, das hier jetzt eingeblendet wird. Bis dann. Und ciao!